Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario 3D World. Im letzten Part haben wir diesen Wüstenlevel schon mal gut erkundet und natürlich den ersten bzw. die erste Welt komplett abgeschlossen, den letzten Level noch dort gespielt und jetzt warte mal, ja genau, wir nehmen einen anderen Charakter. Ich will mal den Toad nehmen für diesen Part. Gut. So, mein kleiner Racker, auf geht's. Was sind das für Blöcke hier? Ich hol mal mir die Katzenform, die schaut beim Toad richtig geil aus. Also, mir gefällt's extrem. Oh, habt ihr es gesehen? Ein Easter Egg, cool. welcher Mario war das? Mir kommt vor, das ist der aus dem 1er-Spiel, beziehungsweise aus The Lost Levels auch. Genau so sieht er dort aus. Kann ich die Blöcke irgendwie rausschmeißen? Nein, ihr geht nix. Dann starten wir durch. Die schlafen alle noch. Wollen wir natürlich nicht aufwecken. So, mein kleiner Racker. Hier haben wir aber einen geheimen Stern irgendwo. Ah, so funktioniert das. Alles klar. Kann ich hier vielleicht hoch? Nein, kann ich nicht. Wow, so geil, der Kleine. Oh, da sind ein paar Münzen. Ich weiß nicht, also der erste Eindruck, Toad ist mein Liebling. Das habe ich schon im ersten Part gesehen. Das ist... Weiß ich nicht, war ja schon immer ein Toad-Fan eigentlich. Und hier sticht es... Oh, geil, genau, das wurde auch gesagt. Ah, ich kann hier nämlich einfach Gegenstände mitnehmen. Okay, alles klar. So funktioniert das. Sonst wäre es auch umsonst gewesen. Vor allem... Oh, nein, der hat mich getroffen. Ich dachte, ich habe einen Schutz hier vorne mit dieser Pflanze. Vor allem dachte ich... Na, was wollte ich jetzt sagen eigentlich? Weg mit dir! Ich brauche dich nicht mehr. Hast mir wehgetan. Hast mich nicht beschützt. Eindeutig eine Fehlfunktion von dem Teil hier. Oh, ist ja cool. Interessant. Das ist jetzt 2D. Die kann ich mitnehmen. Jawohl. So, was haben wir hier? Was? Okay, ist schon aus anscheinend. Katzenform? Oh oh. Wer gewinnt dich nicht? Oh nee. Und ich bin noch so tapfer mit meiner Pflanze hier stehen geblieben und war der Meinung, die Kleine gewinnt. Nun gut, da war ich wohl als einzigster der Ansicht. Ah, und wie komme ich jetzt an den Stempel hier ran? Ah, okay. Alles klar. Mit XR. Ah, XR. Wir haben hier kein XR. ZR und Y. Ich traue mich jetzt nicht. What? Was ist denn hier los? What? Okay. Aber es hat mir auf jeden Fall ein Power-Up gekostet. Was ist denn das jetzt? Stern, hier rein? Okay, alles klar. So funktioniert das. Da, meine Güte. Nimm mal so eine Pflanze wieder mit. Schnell hier weg. Man hat das übrigens im Intro mehr oder weniger von dem Spiel gesehen. Da hat auch einer eine Pflanze genommen. Und der hat dann auf den anderen Charakter gezielt. Und die hat den sogar gebissen. Also vielleicht irgendwie was im Multiplayer natürlich auch. Was man einem anderen Spieler als ausfischen kann und ärgern kann. Gute Frage. Aber was mich jetzt mehr interessiert, wo ist der dritte Sternmann? Ich glaube, der ist hier. Ja, schauen wir mal in die Tür rein. Okay. What? Hier ist noch was. Oh. Wow, der Oh. Okay, cool. Gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Und... Er freut sich und gibt uns einen Stern als Belohnung. Genau den ich noch gesucht habe. Den Grünstern hier. Okay. Alle drei Grünsterne beieinander. So. Dort, du musst die oberste Spitze hier erreichen. Komm schon, mein kleiner Racker, vielleicht. Oh nein, das geht niemals. Und lauf! Jawohl! 10.000 Punkte. Top. Der ganz kleine Toad hat's geschafft. Ah, jawohl. Oh, ist das cool. So. Da kannst du stolz auf dich sein, mein Lieber. Was ich jetzt wissen will, wo führt denn diese Röhre da oben hin? Komm, lass mich steuern. Ich schon wieder automatisch speichern. Was ist hier? Spring mal rein, mein Lieber. Ein verstecktes Toadhaus. Der hat hier eingeheizt. Hier dürfte es kalt sein. Oder der Rauch bis zum Abwinken. Mal sehen. Naja, eingeheizt hat er nicht. Und
Rauchen tut er auch nicht. Entweder verheimlicht er uns was oder keine Ahnung. Ja, hole ich mir das Katzenkostüm. Ich werde mal versuchen, in den späteren Todhäusern vielleicht dann doch eher mal den kleinen Block auszulösen. Vielleicht gibt es da irgendwas Secret-Technisches oder so, irgendwas in die Richtung. Mal sehen. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Karte mit... Oh, mit Minus. Okay, das ist nur so eine grobe Übersicht. Alles klar. Gut, gut. Den Level haben wir gespielt. Den haben wir auch schon gespielt. Hier haben wir sonst nichts mehr. Hier ist der nächste. Was bist du da oben? Ein Hamster? Schaut mehr aus wie eine Maus. Über die Kullerhügel. So. Mir kommt vor, auch der Tod passt so richtig geil in das Katzenkostüm, weil er so klein ist. Also, das noch dazu. Und vor allem der Tod passt doch gut zur Katze, weil der schnell rennen kann. Und Katzen können bekanntlich auch nicht allzu langsam laufen. Also, wenn die wollen, die überholen euch. Ja? Mario Switch? What? What? Aber nicht wirklich. Also, meine Vorahnung ist zwar nicht eingetroffen, aber mein Wunsch, dass es sowas gibt. Und jetzt ärgere ich mich dumm und dämlich, weil ich mit dem Tod hier den Switch hier nicht auslösen kann. Aber es ist mal cool, dass es sowas gibt. Also man kann nur mit gewissen Charakteren gewisse Ereignisse hier auslösen. Hier ist nichts. Vielleicht einen Block oben, keine Ahnung, habe ich es nicht geprüft. Dann schauen wir hier mal vorbei. Okay, hier hoch. Und hier ist auch der erste Grünstern. Cool. So, vielleicht... Wow. Nein. Ich bin schneller als du. Schnell hier rein, bevor mich das Vieh hier einholt. So, zünd mal den Turbo hier, Toad. Genau so. Und was haben wir hier oben? Okay, ein paar Münzen. Cool. Okay, aber nichts Besonderes. Da oben haben wir schon eine Röhre gesehen, aber ich möchte da die linke Seite noch prüfen. Vielleicht noch die Red Coins hier einsammeln. Yay! Nummer 8. Gut, brauchen wir nicht mehr. Ah, hier gibt es auch noch Münzen. Vor allem auch die Münzen, wenn sie so rauspoppen, falls ihr das seht, die schauen dann irgendwie ein bisschen goldiger aus. Also wirklich wörtlich mehr gesehen, die haben dann mehr goldene Farben in der Münze drin. Oder ist das die Art der Beleuchtung? Auf jeden Fall sieht das übelst geil aus. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Ah, hier ist nichts, hier ist nichts. Dann wieder runter, mein Lieber. Ich muss mir mehr die neuen Attacken einsetzen, ich sehe das schon. So. Anschleichen ist so geil. Okay, es gibt nur hier diesen Weg. Dann schauen wir hier mal rein. Zack, und runter, rein mit dir. Wo kommen wir hier hin? Kann ich hier beschleunigen? Nein. Okay. Hier ist auch nichts. Schnell durchrutschen. Wieder ein Katzenkostüm. Ah, hier ist aber nichts. Interessant. Kann ich euch hier irgendwie... Yay! Besiegen? Nein. War zu langsam. Hier oben ist auch was. Ich hab's genau gesehen. Ein Stapel voller Münzen, mehr aber nicht. Gut, gut. Was ist das hier? Interessant, hier ist auch nichts. Dann schauen wir mal in diese Röhre hier rein, wenn der nach rechts zeigt, da ist ein Pfeil. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich muss hier einfach alle auslösen, das war's. Die Gumbas helfen mir dabei. Und? Jawohl, so ist es. Nächster Grünstern für uns, für unseren kleinen Katzentod. Komm, holen dir! Kleiner Junge! Und rein mit dir! Schnell! Geht doch! Genau so! Miau! Start durch! Miau! Boah, geil! Warte mal! Oh, ist das cool! Also man kann jetzt... Ja, das ist geil! Das ist geil! Man kann hier mit ZR und Y ja diese Attacke machen. Und wenn man dann jetzt die Tasten loslässt, ZR und Y, kann man so normal springen. Nur wenn man sie hält und dann springt, dann macht die hier so einen geilen Move. Und haut dann mit den Krallen noch zu. Seht ihr das? Oh, ist das cool. Also mit der Katze kann man wirklich extrem coole Moves ausführen. Vor allem, man kann hier einfach so nach unten nach unten fliegen. Und auch am Boden alles platt machen. Man hat hier coole Möglichkeiten. Wow. Hier hat man wirklich sehr viel eingebaut. Was einfach mal das Ganze auffrischt. Das ist wirklich geil. Hier kann man
schon ein bisschen das komplette Spiel umstrukturieren im Prinzip mit den Moves. Die ganze Spielweise, einfach alles. Cool, das werde ich mir jetzt nicht anschauen hier. Warte mal, alle Charaktere haben unterschiedliche Sprungfähigkeiten und Geschwindigkeiten. Probiert einen jeden Charakter aus. Ja. Gut, mache ich. Speichern ist abgeschlossen. Sehr schön. Und nun, auf der Overworld kann ich hier nichts machen. Oh, das ist wieder so ein Minispiel. Ja, da kann ich natürlich solche Moves nicht zeigen. Dann bekommen wir, okay, ein anderes Minispiel. Hier findest du in jedem Raum einen Grünstern. Versuche so viele wie möglich einzusammeln. Und nun tritt ein. Gut. Hier kann ich noch einen Move ausführen. Mal schauen, ob sich das noch beibehalten lässt. Okay. Ich habe 10 Sekunden Zeit, um die zu besiegen. Ja. Was? Der lebt noch. Okay. Nun ist aber gut. Nummer 1 ist geschafft. War aber schon knapp. Super. Stampfattacke. Stampfattacke. Vielleicht noch ein Panzer. Yay. Ach so, den Grünstein muss ich natürlich dann auch einsammeln. Denn das darf man nicht vergessen. Wenn die Gegner besiegt sind, also noch lange nicht, dass da... Nein! Oh, das werde ich versauen. Scheiße. Nein, ich werde es nicht versauen. Oh, geil. Also, wenn alle Gegner besiegt sind, muss man natürlich... Boah, verdammt! Das geht schief. Nein! So knapp. Oh, wie schade. Okay, nochmal. Einmal geht noch. So. Ich meine, jetzt kenne ich schon den Raum. Oh, aber das ist cool. Ich kann sogar jetzt mit dem Katzenkostüm, das ich vorher noch hatte, weiterspielen. Zack. Und nun. Tschüss dich. Danke sehr. Schnell weiter. Puh. Also. Gegner besiegen. Oh, das gibt's doch echt nicht. Bei dem Raum habe ich immer die Probleme. So. Gut, gut. Und hier habe ich es bitter zu spüren bekommen, dass wenn ich alle, nein, alle Gegner besiegt habe, dass dann noch niemand nicht aus ist. So. Boah. Schauen wir mal das Katzenkostüm hier auspacken. Ein bisschen. What? What the? Hammer. Feuerbrüder, beziehungsweise jetzt. Aber die waren schnell down. Puh. Glück gehabt. Das Lustige ist echt, dass man so von der Steuerung das natürlich erstmal so lernen muss, damit man auch die Moves hier richtig cool einsetzen kann, damit das nicht irgendwie dilettantisch und anfängermäßig aussieht, wie im Moment noch. Aber es wird schon besser werden, vor allem auch natürlich mit dem 3D-Stil. Ich verwende zum Beispiel noch gar nicht diese Kamera. Da kann man rauszoomen, auch reinzoomen, da kann man jede Menge machen. Man kann aber auch in einen Level betreten hier, 2A. Nicht mit der Kamera, sondern mit dem Charakter. Gut. Na, mein kleiner Racker hier. Beziehungsweise mein großer. Zack. Und... What? Ich habe da unten durchgepasst. Genau zwischen die Füße. Na toll. So, One-Up und... Stern. Yay, 17 One-Ups bereits wieder. Relativ viel. So. Was haben wir eigentlich hier oben? Sind hier eigentlich nur Münzen drin, links oben bei den Blöcken? Ich schaue so bald vorbei. Sobald. Ja. Jetzt, komm! Jetzt schaue ich vorbei. Ja! Nur eine Münze wieder. Schade. Wer bist du? Eine Zeichnung. Okay, Hilfe! Ja, ich komm schon. Lass mich vielleicht vorher noch diesen Level hier machen. Denn sonst kann ich nicht das Schloss betreten, denn der wird hier verlangt. Man sieht, die gelbe Linie hat nicht bis zum Schloss geführt. Oh oh, wir haben jetzt 2 Racker am Start. Wow, das ist ja cool. Das fand ich auf der Verpackung irgendwie interessant, habe aber nicht geglaubt, dass es hier einfach so im Singleplayer geht. Okay, wenn jetzt beide groß, es werden beide groß. Oh, ist ja cool. Natürlich muss ich jetzt beide... Ah, okay. Seht ihr das? Die haben schon wieder aneinander gesteuert. Also wenn man zu weit auseinander ist, steuern wir die wieder zusammen. So gut es geht. Vielleicht hier noch kurz noch vorbeischauen. Ist hier irgendwas versteckt? Jawohl, das hat sich ausgezahlt. Oh nein, ein dritter Toad. Was? Wirklich? Okay, dann bringen wir den dritten Racker hier noch hoch. Tja, da staut sich's. Wenn alle drei rein wollen...
So. Oh, ist ja geil. Hier kann ich jetzt... Wow. Nein, ein Tod ist weg. Schade. Das ist auch mal ein cooles Gameplay. Mit so vielen Toads zu spielen. So vielen Charakteren. Yay. Ach so, hier brauche ich auch zwei. Boah, da hatte ich aber Glück, dass zwei übrig geblieben sind. Gut, gut. Na gut, das war die falsche Röhre. Jetzt hoch. Halbzeit ist geschafft. Ein Grünstern fehlt noch, aber der Stempel fehlt auch noch. Wo hat sich der versteckt? Nein! Toadi! Kannst mir nicht antun. Lass mich nicht alleine. Einer ist so einsam. Ah, okay. Hier haben wir wieder einen. Oh, cool. Das muss ich irgendwie probieren. Oh, hier ist was. Und noch ein dritter. Geil. Vor allem, wenn ich... Jetzt könnte ich schon fünf Stück haben, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das wäre richtig geil. Oh, nee. Noch einer. Vier Toads jetzt schon. Okay. Geh hier hoch. Dann wären wir schon bei 6 Toads. Oh, oh. Schön ausweichen. Nein! Direkt rein. Na, gratuliere. Jetzt habe ich dich aber... Nein! Er hat ihn abgewehrt und das andere... Oh, verdammt, jetzt aber. Gut, gut. Das ist echt eine geile Idee. Hier hat man wirklich sehr neues Gameplay eingefügt, indem man so mehr oder weniger einen Boss gegen hat. Oder den Legendenhammer. Oder Feuerbruder in dem Fall. Der da sich gleich mal aus dem Staub macht. Ein bisschen mit Hirn arbeitet. Das kann durchaus gleich mal Probleme machen. Oh, hier nochmal. Okay, wir sind schon wieder zu viert hier. Vier werden verlangt. Oh, habe ich ein Glück. Wir sind genau zu viert. Geil, dritter Stern, aber kein Stempel, leider. Er hat sich irgendwo anders versteckt. Gut, dann rein ins Ziel mit euch. Und drei Toads machen sich aus dem Staub. Oh ja. So. Hier unten ist ja ein One-Up. Wie komme ich eigentlich da ran? Ist zwar im Prinzip nicht viel wert, aber... Interessant ist es trotzdem, wie man hier hinkommt. Gut, weiter Glücksautomat. Den will ich mir ja gleich mal anziehen. So, verfolgen wir das mal. Hier kann ich nicht runterspringen. Vielleicht hier, wo der Weg zu Ende ist? Auch nicht. Ah. Ja, lass mich vorbei. So. Hier unten. Ah, alles klar. Gut, dann schauen wir uns das an. Vielleicht gibt das One-Up oder dieser grüne Pilz auf der Overworld hier irgendwas Besonderes. Nein, nur ein One-Up. Schade. Aber ich habe noch immer die Hoffnung, dass irgendwie was Neues hier passiert. Nee. Noch immer nicht. Hier ist nix. Hier ist gar nix. Toadi! Verlauf dich nicht. Nein, macht er nicht. Gut, hier rein. Vielleicht haben wir hier diesmal mehr Glück. Schauen wir uns das Ganze mal an. Nein, wieder nix. 100 Münzen. Immerhin. Aber mehr ist es nicht geworden. Schade, schade, schade. Braucht man wirklich schon drei gleiche, damit man irgendwie, ja, nochmal drehen darf? Wäre interessant. Nun gut, werden wir vielleicht irgendwann mal rausfinden, aber nun geht's zum eigentlichen. Oh, zum eigentlichen Level. Die Attraktion in Welt 2. Das große Bowser-Sandschloss. Sandburg. Ah, das wäre geil, wenn da so eine Riesensandburg hier stehen würde. Das würde mal passen für eine Wüstenwelt. Aber gut. Anscheinend ist hier eine andere Attraktion am Werk. Die Garde rückt aus. Komplett durcheinander, die Formation verloren. Der letzte hätte mir fast wehgetan. Ein Bowser-Mobil. Es wird aber nichts ausrichten können hier. Kugel Willis. Die ersten Raketen werden schon auf uns geschossen. Nur kein Problem. Oh, cool. Da ist ein Hidden Block. Okay, nur ein Schuhm leider. Nichts Besonderes. Die Garde wird hier auseinandergebracht. So, hier irgendwas. Okay. Schießt du mir... What? Nein! Ich kann hier schießen! Zack! Boom! Ist das interessant? Cool! Okay! Aufladen! Ah, alles klar! Wow, eine Megakugel mehr oder weniger! Laden wir auf! Zack! Und... Schuss! Sound hört sich irre geil an!
Oh oh, warte mal, das schaut mir nicht gut aus. Das sind so eine Art Stacheln hier. Na? Ah, der Block ist aber richtig geil. Passt zum Toad hier. Habt ihr das gesehen? Ah, geil! Oh mein Gott, du kannst hier... Nein, du kannst hier den Block auch verlieren, natürlich. Aber wenn man den linken Stick im Kreis bewegt, schießt er automatisch random irgendwo hin. Cool. So, Frage ist jetzt für mich, wo ist der Stempel? Ah, hier, okay. Hier ist der Stempel, den hole ich mir. Ja, gerade noch. Boah, das war knapp. Da darf man sich nicht viel spielen. Oh nein, Mörderformation hier, gestört. Die sind alle frustriert. Oh nee. Trotzdem kein Problem für Master Toad hier. Ja, vielleicht schon langsam doch. Schnell, jawohl, auspacken. Und hier brauche ich wahrscheinlich... Ah, nein, nein, nein. Nein, wie komme ich hier durch? Ah, ich würde wahrscheinlich die Kanone brauchen. Mm, schade, schade, schade. Nun gut, dann gehen wir rein hier. Wo bist du, Bowser? Oh, gar kein Bowser. Okay. Aber du tust es auch für den Anfang. Keine Sorge. Oh, ist die schwindelig. Zug. Okay, er kommt mit neuen Attacken. Abwechslungsreich. Konzentrieren, gar nicht erwischen lassen. Ich schieße ihn einfach mal. Wieder. Yes, das hat gut geklappt. Geil. What, unsichtbar. Jetzt wird es aber echt schon härter. Schön aufpassen, aber man sieht ihn trotzdem sehr, sehr gut noch. Kein Problem. Und down. Oh je, das war aber leicht. Ein paar Münzen. Und das Wichtigste, wir haben eine Fee gerettet. Yay. Fee Nummer 2, wo bist du? Ich lass dich nicht warten. 100 Meter Sprinter Toad macht sich schon auf den Weg. Go, 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 mein Lieber. Schnell hier hoch, hier hoch, hier hoch. Und... Boah, die Fahne. Dreimal so groß wie du. Vor allem die Bowser-Fahne. Da hättest du dich zweimal einwickeln können. Ich kann mir absolut gut vorstellen, den Toad eingewickelt, doppelt eingewickelt in so einer Bowser-Fahne. Ja. Interessant, definitiv. Und interessant wird es weitergehen im nächsten Part von Super Mario 3D World. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.